Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Hula Hoop 10 Minuten. Wir machen eine kleine, ja, fast Aufwärmung am Anfang und dann geht es richtig los. Und wir machen das heute einmal zu einer ganz besonderen Playlist, die ich zusammengestellt habe. Ich erzähle, während wir dann hulern, gleich ganz viel dazu. Mehr Infos, damit ich jetzt nicht so viel labern muss am Anfang, habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt. Also lies bitte die Videobeschreibung, die du unter dem Video findest. Da sind alle wichtigen Infos drin, die du eventuell bräuchtest. Und wenn du dann da nicht findest, was du brauchst, dann ist da zumindest auch noch meine E-Mail-Adresse drin und dann kannst du mir gerne deine Fragen per E-Mail noch schicken oder natürlich auch immer gerne als Kommentar hier unter das Video stellen. Gut, ich würde sagen, wir fangen gleich an. Wir nehmen unser Musikdevice, unser entweder Handy oder iPad oder was auch immer. Die Playlist heißt Hula Hoop 10 Minuten. Na, das erste Lied ist Only Thing We Know. So, und wir starten gleich gemeinsam. Also ich zähle gleich ein, ich zähle 3, 2, 1 und dann drücke ich drauf, okay? Dann drücken wir gemeinsam drauf. Also, 3, 2, 1, jetzt. Gut. Dann solltest du schon ein bisschen Takt hören. Du machst es dir so laut, wie es für dich gut geht und dass du mich noch gut hören kannst. So, und dann nicht mehr anfassen, das Ding. Okay, wir stellen uns einmal auf. Es geht ja gleich um Bauch und Beckenboden. Also Beckenboden schon mal anspannen und du fängst schon mal an, hier so ein bisschen die Hüfte zu kreisen. Einfach nur die Hüfte kreisen. Wenn es nachher nicht so gut klappt mit dem Hulern, dann kannst du zumindest das hier immer machen. Knie sind ein bisschen gebeugt. Genau, andere Richtung. Sehr schön. Oh, oh. Ein bisschen noch. Genau, und nochmal andersrum. Andersrum. Ein bisschen noch in die eine Richtung und in die andere Richtung. So schnell können wir es nachher mit dem Hula Hoop nicht wechseln. Nochmal in die eine Richtung und in die andere Richtung. In die eine, in die andere. Gut. Und wieder lockern. Wir nehmen uns den Hula Hoop. Wenn es gleich nicht funktioniert, ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn es gar nicht funktioniert, mach die Beckenbodenreihe und ansonsten immer wieder aufheben, immer wieder anfangen. Also, der Hula Hoop ist hier hinten im Rücken. Bauchnabel rein, Beckenboden anspannen und einmal Schwung geben. Und du hulerst erstmal los. Wenn es nicht funktioniert und das Ding fällt runter, so zum Beispiel, hebst du es auf, fängst wieder an und ärgerst dich nicht, weil jedes Mal, wenn du dich bückst und es aufhebst, ist das eine schöne Übung. Es geht jetzt nur darum, 10 Minuten dabei zu bleiben. 10 Minuten einfach zu versuchen, zu bewegen. Huhu! Und du siehst, so viel muss ich hier mein Becken gar nicht mehr bewegen, ne? Gar nicht so doll wie eben. Es ist eher festmachen, darum geht es. Festmachen. Für die Fortgeschrittenen, du kannst gerne dazu tanzen, dich drehen. Du kannst durch die Gegend gehen, alles ist erlaubt. Hauptsache, du hörst ein bisschen nette Musik, die dir Spaß macht, die dir gefällt. Das muss ja nicht meine sein. Ein bisschen noch.
Und mit Bewegung ist tatsächlich schon sehr fortgeschritten, ne? Das muss nicht gehen. Genau, probier weiter. Ich probiere jetzt mal in die andere Richtung, weil ich es in der Richtung sehr, sehr gut kann. Probiere ich es jetzt mal in die andere. Die kann ich nicht ganz so gut. Da muss ich mich dann auch schon ein bisschen mehr konzentrieren. Oh, mittlerweile geht's schon. Mach dir nicht so viele Gedanken. Mach einfach. Und wenn das Ding immer wieder runterfällt, dann mach es entweder ohne, ne, versuch das ohne zu machen, oder heb es immer wieder auf. Fang immer wieder an. Wenn du kleine Kinder hast oder wenn du Oma bist, dann beobachte mal kleine Kinder, die anfangen zu krabbeln oder anfangen zu laufen, wie oft die hinfallen und wie oft sie es wieder versuchen müssen. Und wenn du zum Beispiel ein Kind bekommen hast und dein Beckenboden ist noch nicht wieder ganz fit, dann geht das natürlich noch nicht. Oder wenn du das noch nie gemacht hast, warum sollte denn das auf einmal so gehen? Geht nicht. Na, das muss man erst mal üben. Und dabei gehört es dazu, dass das Ding immer wieder runterfällt, weil es gerade nicht geht und man es immer wieder aufhebt und immer wieder anfängt. Und gerne die schlechtere Seite, wenn du eine Seite schon gut kannst, dann die schlechtere Seite ein bisschen mehr. Du kannst auch mal probieren, wie es ist, wenn du einen Fuß nach vorne stellst und einen ein bisschen mehr nach hinten, ob es dann besser geht. Sehr schön. Und auch mal mit dem anderen Fuß vorne versuchen. Und nochmal die andere Seite. Und auch hier gerne nochmal versuchen, zu drehen oder zu spazieren. Und natürlich findest du auch einen Link, wo du diesen Hula-Hoop-Reifen bestellen kannst. Unten in der Videobeschreibung. Und wenn du das noch gar nicht so hinbekommst oder Interesse hast an Beckenboden-Videos, dann für 30 Euro kannst du alle 11 Beckenboden-Videos bekommen. Und wie du merkst, 10 Minuten sind lang mit dem Hula Hoop. Lang, lang, lang. Oh mein Gott. Ich mache es noch einmal in die andere Richtung. Super fortgeschritten wäre natürlich auf einem Bein, ne? Das ist super, super fortgeschritten. Erst auf dem einen Bein und dann auf dem anderen Bein. Oh, das muss ich mal gucken, ob ich das andersrum kann. Überfordere dich nicht, ne? Mach nur das, was geht. Und wie gesagt, ärger dich nicht. Einfach immer wieder probieren. Das Schöne, wenn du das zu Hause machst, es sieht dich keiner. Mach deine Lieblingsmusik an, die dich motiviert. Oh, das ist schwer. Siehst du?
Auf der Seite kann ich das auch noch nicht so gut. Und ich mache das schon mein ganzes Leben. Ich habe das als Kind schon gerne gemacht, Hula Hoop. Und wenn man das einmal drin hat, ist das wie Fahrradfahren. Das verlernst du nicht wieder. Andere Seite auch nochmal. Anderes Bein. Ich muss nur erstmal wieder hier richtig in den Flow kommen. So, bei mir ist gerade nicht Sommer, bei mir regnet es gerade. Und deswegen kann man auch gerade super Hula Hoopen, 10 Minuten. Und wenn es mal runter geht, kannst du immer noch versuchen, hier unten weiterzumachen. Eieiei. Das Schöne an diesem Massage-Hula-Hoop ist, der massiert hier richtig schön alles durch. Ne? Es wird jetzt ganz rot, ganz gut durchblutet. So, ich mache es noch einmal in meiner Lieblingsrichtung. Und noch einmal andersrum. Ändern wird. Sehr gut. Dann nehmen wir noch einmal hier den Reifen in die Hand, geben ein bisschen Schwung und rollen nochmal so um den Arm drumherum. Arm nicht zu hoch halten, sonst ist das für den Nacken doof. Genau, Pause. Andere Seite. Und dann ist unsere Playlist schon wieder vorbei. Oh, warte mal, ich muss sie mal ausmachen, weil es geht dann nämlich gleich bei mir hier weiter. Ah, dann sind nämlich unsere 10 Minuten schon wieder um. Ich finde, mit schöner Musik geht das immer. Ohne schöne Musik fällt es mir sehr schwer, lange durchzuhalten. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wieder Pause. Also, entweder du machst das jetzt mal eine Woche lang täglich mit dieser Playlist, oder du suchst dir so 2, 3 Lieder zusammen, dass du so ungefähr auf 10 Minuten kommst. 10 Minuten hat man eigentlich immer mal über. Wenn man auf irgendwen wartet, auf seine Kinder, auf seinen Mann, auf seine Freundin, wie auch immer, dann hat man das meistens so, ne, und denkt sich mal, was machst du denn jetzt? Mach dir schnell kurz ein bisschen Musik an, schwing ein bisschen den Hula-Hoop, es wird dir sofort warm. Man hat gleich bessere Laune und man hat ein bisschen was gemacht. Gut, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du machst ab und zu mal ein bisschen Hula-Hoop mit mir. Sag mir auch, ob du das hingekriegt hast mit der Playlist oder ja, du kannst mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, zu welchem Lied du denn gerne hulast. Ich freue mich immer über neue Inspirationen. Genau. Alles klar, ich danke dir fürs Mitmachen. Lass gerne einen Daumen hoch hier, lass gerne ein Abo hier. Guck weiter rum auf meinem Kanal, stell mir gerne Fragen, dafür bin ich da. Bis bald, tschüss, tschüss.